Der Mensch. Menschen existieren auf der Erde bereits seit Menschengedenken. Nach neuester Menschenkenntnis waren die ersten humanen Lebewesen die Steinzeitmenschen. Diese waren noch Jäger und Stammler. Versagte der Mensch in der Frühzeit als Jäger, galt stets: Mensch, ärgere dich nicht. Statt des erhofften Jagderfolges gab es dann eben einen Menschenauflauf. Der Mensch ist nun mal, was er ist. Noch heute ist der Mensch Allesfresser. Außer er ist Vegetarier oder Veganer, dann nicht. Erst durch die menschheitende Entdeckung des Feuers und der Erfindung des Fahrrads begann die Digitalisierung und damit die Entstehung des Menschen, wie wir ihn heute noch kennen. Grundsätzlich werden nach ihrem Erscheinungsbild zwei Arten von Menschen unterschieden: Kopfmenschen und Bauchmenschen. Zur Familie der Menschen gehören neben den Großeltern, den Eltern, den Kindern, dem Onkel und der Tante auch die Menschenaffen. Chimäre sind hunmenschlich und zählen nicht dazu. Menschenweibchen werden Sarah, Lara oder Tamara genannt, die Männchen Kevin oder Justin. Oder ganz anders. Menschen sind Amphibien, das heißt, sie leben auf dem Land und im Wasser. Neben tagaktiven Menschen existieren die nachtaktiven Nachtmenschen. Sie werden erst in der Dämmerung und nachts richtig munter. Tagsüber ruhen sie sich in ihren Nestern aus oder nehmen am Ufer ein wärmendes Sonnenbad. Droht Gefahr, verschwinden sie blitzschnell im tiefen Wasser. Lange Tauchgänge hält allerdings kein Mensch aus. Bevor die weiblichen Menschen Eier legen können und ein Menschenpaar mit der Aufzucht der Menschenskinder beginnen kann, müssen sie sich zunächst einmal paaren. Die Paarbildung bei den Menschen ist oft mit einer Balz verbunden, bei der sich das Weibchen das beeindruckendste Männchen aussucht. Den männlichen Menschen stehen die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Verfügung, um einem Weibchen besonders zu imponieren. Einige Menschenmännchen präsentieren ihren farbenprächtigen Körper in einer Art Balztanz, um das Weibchen anzulocken. Auch mit besonders schönem Gesang und Lockrufen versuchen manche Menschenmännchen, ihre künftige Partnerin für sich zu gewinnen. Nach der gemeinsamen Vermenschlichung bilden sich in der Gebärmutter des weiblichen Körpers dotterreiche und hartschalige Eier, die über den Eyeliner entweder in Wasser oder meistens aber in mehr oder weniger kunstvollen Nestern abgelegt werden. Nach durchschnittlich viele Monate später schlüpfen die Menschenskinder. Die ausgewachsenen Männchen flüchten etwa mit 20 Jahren aus dem elterlichen Nest. Manchen menschenscheuen Nesthockern gelingt dies aber auch erst um das 30. Lebensjahr. Menschen werden 79 Jahre alt, außer sie sterben früher. Mensch, 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 Mensch.